So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir sind hier ja quasi gerade durch die Archive des Herzogs durch. Wir haben Logan wieder befreit und wir haben jetzt einen Weg geöffnet zum sogenannten Kristallwald, in dem sich dann das befindet, was Seath wohl unsterblich macht, also so richtig unsterblich, weil wir können ihn ja auch nicht verletzen. Logan hat ihn ja schon als wahren Untoten bezeichnet im Vergleich zu uns. So, ich probiere jetzt hier möglichst wenige Blitze zu verwenden. Ich weiß halt, dass hier so ein paar Kristallgolems rumeiern. Ich versuche jedenfalls Logans Questline zu machen und das heißt, ich muss sehr viele Seelen haben, um seine Zauber zu kaufen. Aber wir haben ja auch keine seiner Zauber kaufen können, bevor wir hier waren. Aus dem einfachen Grund, solange er im Feuerbandschrein ist, verlangt er eine Mindestintelligenz dafür. Oh, jetzt hat er einen Kumpel. Moment. So, einer platt. In dem Fall weg. Wenn er so ausholt, zurück. Erledigt. Und wie man sieht, man kriegt hier gute Seelen. Ich brauche noch insgesamt 90.000, dann habe ich Logans Questline so gut wie fertig. Aber das heißt dann auch, wir müssen quasi nochmal den Anfangsweg ins Archiv gehen, um an einen bestimmten Ort zu kommen. Ach, hat der mich bemerkt? Ja, er hat mich bemerkt. Aber er bleibt nicht alleine, genau. Dann gibt's Blitzspeere. Du kriegst einen Blitzspeer. Na gut, jetzt habe ich nur noch ihn im Visier, verdammt. Dann mache ich dich alleine platt. Blauer Brocken. Das ist übrigens relativ gut, wenn man hier quasi als einer mit einem Magic-Build ist. Weil hier kriegst du halt die Sachen, um die Magic-Upgrades zu machen, sehr gut. Also die lassen die Kristallgolems zum Teil halt fallen. Was auch nicht selbstverständlich ist. Zweimal hintereinander, der Kerl. Und die Steigung hier ist hier so scheiße, dass man teilweise einfach nicht hinterherkommt. So. Ich wollte gerade sagen, stirb endlich. Und jetzt geht's in ein Gebiet, das wirklich einfach nur noch, sagen wir, dezent durchgedreht ist. So ein bisschen Drogentrip, glaube ich. Die Kristallhöhle. Ach, na toll. Hier auf engem Raum gegen so ein Vieh kämpfen. Gut, hinter denen ist man relativ sicher, aber. Und hinüber. So. Hier wird es nämlich auch häufig vorkommen, dass man an Stellen sind, wo man denkt, ey, hier kann ich doch nirgendwo weiter. Und ja, das ist in diesem Spiel tatsächlich so geplant. Nicht, dass man nicht irgendwo, also irgendwo wirklich nicht weiter könnte. Aber es sieht halt wirklich so aus an vielen Stellen. Und der Weg, den man dann nehmen muss, der ist sehr, sehr seltsam. Seht ihr das da? Sowas sollten wir uns merken. Um nicht zu sagen, wir können hier wahrscheinlich das tatsächlich das erstmal schon zeigen. Ja, ihr seht genau richtig. Es gibt hier teilweise unsichtbare Pfade. Und man kriegt dann zum Beispiel Menschlichkeit. Aber teilweise muss man die auch einfach gehen. Das Spiel führt einen da so ein bisschen schonend ran, sage ich mal. Indem das einen zeigt, wo die teilweise liegen können. Oder zum Beispiel bei sowas. Und ihr seht, hier gibt es Mondlichtschmetterlinge. Etwas schwächer als der eigentliche Bossgegner. Aber sie geben, glaube ich, trotzdem gut Seelen.
Kann ich dich anvisieren? Genau. Großer Blitzspeer. Ich muss dich natürlich auch treffen. Hey, lass dich mal treffen, du Drecksvieh. Ach, einer reicht aus, wenn ich den nur treffe. Okay. Und die bringen nur 400 Seelen. Was eine Scheiße. Und dafür habe ich einen großen Blitzspeer ausgegeben. Ja, vier insgesamt jetzt, weil ich da zweimal daneben geschossen habe und einmal zu viel. Das ist dann doch Schikane hier. Man sieht, hier muss man weiter. Das ist seltsam. Was steht hier? Vorne. Ein Weg vor... Ach, das ist sogar ein Entwicklerkommentar. Ein Weg ist voraus. Viel Erfolg. Ja, danke. Hier geht es dann auch noch weiter, aber man hat hier natürlich auch noch einen Kristallgolem, der mehr aushält als die anderen. Wieder lebt noch. Nächster Blitz. 2500 Seelen für den. Oh Mann. Ich hoffe, dass es in der Nähe vom Seath-Boss-Fight dann noch ein Leuchtfeuer gibt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, und du da vorne. Bin ich hier in der Perspektive, um dich direkt zu erwischen? Augenscheinlich nicht. Ach komm. Einmal wegfliegen lassen. Wieso hat ihn das jetzt nicht... Oder hat ihn das erwischt und ich sehe es einfach nur nicht? Es hat ihn erwischt. Estus Flacon. Jetzt ist er tot. Der bringt wahrscheinlich auch nur 400, oder? Ja. Ich verballer hier alles, was ich habe. Komme ich da dann runter? Ja, toll, direkt in die Fänge von dem Vieh. Natürlich daneben, weil er nicht rollen will. Was ne... Okay, das ist frustrierend. Jetzt muss ich nämlich mich wieder da runter prügeln. Oh, ich sollte vielleicht vorher auch bei den Archiven einmal mich hinsetzen. Ansonsten lande ich ja wieder im Feuerbrand schreien. So. Und weiter. Ich überlege gerade, ob die Kristallgolems hinter einem runterfallen, wenn man es einfach nur, also man quasi einfach durchstürmt. Aber eigentlich wage ich das auch irgendwie zu bezweifeln. Und beim Versuch ist es wert. Dafür müsste ich halt runter und es schaffen, ohne groß verletzt zu werden, da durchzurennen. Okay, die sind lahm genug, dass das tatsächlich funktionieren kann. Wenn man nicht so dämlich ist und irgendwo hängen bleibt wie ich. Und ich bin einfach an der richtigen Stelle vorbeigerannt. Das ist auch nicht richtig. Moment. Lasst mich hier bloß in Ruhe. Sis ist die Kristallhöhle. Mit Höhls Kristalls. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob jemand diese Memes kennt. So, Sis ist es Stalin-Orgel. It orgelt Stalin. Kann man einfach mal googeln. Ist mal ganz nett. Also lustig ist eigentlich anders.
Ich glaube, die folgen mir echt nicht. Zumindest nicht so weit. Vielleicht habe ich den dann auch tatsächlich mehrfach erwischt, aber für 400 Seelen mache ich den nicht platt. Ich muss ja hier lang. Augenscheinlich geht es dahinter ja auch direkt weiter. Ich hätte also gar nicht irgendwie komisch runterspringen müssen. Ich bin so oder so hier. So, machen einen Angriff. Und der dritte bringt dich um. So. Blauer Brocken. Ich finde hier ganz schön viele blaue Brocken. Aber hier geht kein Weg weiter. Hier fällt das alles einfach runter. Kann ich von da irgendwo runter? Ich will jetzt hier nicht mit so einem Leap of Faith ankommen. Ja, und dir da oben geht's gut, schon klar. Immerhin, man kommt hier wieder zurück, hoffe ich. Ja. Man sieht ja, wo der Schnee quasi einfach durchfällt. Oder was? Was zum Geier? Scheiße! Okay. Ich verstehe, Spiel. Ja, immerhin, da gab es halt auch nur ein Extra. Das war halt so ein kleiner Weg. Da heißt es, du kannst hier weitergehen, du musst es nicht. Zack, tot. So, und wir wissen, wir können hier durchrennen, man muss nur auch an der richtigen Stelle einbiegen. Wow, das war knapp. Hallo. Aber die folgen einem echt nicht hierhin. Ich muss nur auch abbiegen. So. Na komm, den mache ich platt. Und wenn ich es nur mit zwei Blitzspeeren mache. Ich muss dann nur auch auf dem Blitzspeer stehen bleiben. Das würde es etwas vereinfachen. Ach, jetzt kommen sie doch. Aber nicht dauerhaft. Zum kurzes Gucken. Och nö. Nicht mein Aufgabenbereich. Das ist nicht meine Abteilung. So in etwa. So, jetzt wieder über diesen Weg. Kriegt hier richtig Angst. Also das ist das Problem, so unsichtbare Wege wecken bei mir so eine Art Urangst, habe ich das Gefühl. Okay. Och nee. Okay, ich bin wo drauf? Und jetzt? Gleich fällst du tief. Also da geht's noch hin. Och nee. Immer zu den fallenden Schneeflocken. Also den nicht runterfallenden Schneeflocken. Die Strecke! Da lang! Ach, Spiel. Okay, es scheint relativ breit zu sein. Da ist... Ah, hier ist was versteckt gewesen. Eine Heldenseele.
Gerade freue ich mich über jede Seele, weil ich Idiot ja die Logan-Questline machen will. Und das heißt kaufen, 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 kaufen! Viel Erfolg. Ach, sag mir nicht, hier ist schon... Hier ist schon der Sith-Boss-Kampf! Ach, nee. Versuch's mit Tarnung. Ach ja, es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit, dass man... Ach nee, hier ist noch nicht der Sith-Boss-Kampf. Hier sind erst noch diese ganzen Man-Eater-Shells. Die sind lästig. Mal schauen, wie gut die auf eine explosive Wucht zu sprechen sind. Es unterbricht sie, aber es... tötet sie augenscheinlich nicht. Wie man sieht, die sind gegen unsere Waffe augenscheinlich nicht so widerstandsfähig. Ab und an droppen sie nette Sachen. Man sieht, da liegen sehr viele Schädel drin. Wie gut kommen die gegen einen einfachen Blitzspeer an? Hallo, du da hinten. Na toll, jetzt war ich so ganz knapp außerhalb der Reichweite. Oh, die sind, glaube ich, blitzempfindlich. Zumindest hat er dann so angefangen zu zucken. Nichts gedroppt. Aber hier ist auch nichts. Warum stand er dann da in der Ecke? Einfach nur, um einen zur Not in den Rücken zu fallen? Nein, nicht zur Not, also klassisch Dark Souls eben. Die eine hat mich bemerkt, die anderen schlafen teilweise sogar. Ich locke sie weiter von den anderen weg, damit die, die da hinten sich bewegt, nicht stört. Also wir machen denen ungewöhnlich viel Schaden, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die empfindlich gegen solche Hiebwaffen sind. Aber eigentlich sind die halt insofern auch gefährlich, dass die einen fressen können, wenn man es... Wow! Und dass die viel Schaden machen. Und hier liegt jetzt so viel Kram rum, dass ich es nicht mehr schaffe, sie zu sehen. Aber ich unterbreche die Drecksviecher, das ist super. Läuterungsstein. Stimmt, die droppen manchmal Läuterungssteine. Was gut ist, denn Sith kann einen verfluchen. Ja, genau. Du siehst mich. Aber Sith ist ein Drache, damit ist er blitzempfindlich, meines Wissens nach. Das heißt, wir müssen den eigentlich mit Blitzen sehr gut töten können. Und ich glaube, da hinten geht es auch schon zu Sith. Zumindest sah man da diesen komischen Kristall. Ja, den sieht man da immer noch, das Leuchten da. Ja, das ist der Kristall. Aua, okay, das hat wehgetan. Er droppt tatsächlich was? Ein Funkeltitanit. Beschwere ich mich nicht drüber, aber da vorne... Ich weiß nicht... Ach, da sehen wir diese Statue und das zeigt wohl... Ja, hier gibt's Flüche. Ich gehe auf den großen Blitzspeer. Obwohl, nee, warte, ich gehe sogar erst auf die Auffrischung. Dass ich quasi mir das draufhaue, bevor ich in den Bosskampf reinrenne. Denn jetzt kommt er. Denn der will wohl nicht zulassen, dass wir das Ding kaputt machen. Wir können ihn aber tatsächlich sogar dazu bringen, das Ding selber kaputt zu machen, aber darauf werde ich mich nicht verlassen. Ach ja.
Ja, Sief der Schuppenlose. Es ist nicht sonderlich schwierig, hinter ihn zu kommen, wenn man mal ehrlich ist. Und, warte mal. Ich stand auf der falschen Seite? Der kam von hinten? Ach, das ist ein Kram mit Kristallart. Also wenn wir das Ding zerstören, bleibt das, glaube ich, auch für den Rest zerstört. Also wir sehen jetzt, das hat ihm nicht gefallen. Er ist sauer. Aber jetzt werde ich sagen, ich versuche auch nicht die Drachenwaffe zu kriegen von ihm. Ich hau ihm einfach nur meine Speere rein. Ab und dann heißt es etwas auf Abstand gehen. Boah, ich habe so eine riesen Reichweite gegen den. Also man kann halt den hinteren Tentakel von ihm durchtrennen, um quasi seinen Dragon Tail Cut Drop zu kriegen. Dadurch kriegt man quasi einen... Ich glaube, mit Intelligenz skalierendes Großschwert. Und weg. Also mit dem Bild, den wir haben, ist das verdammt einfach. Okay, er kann damit auch um sich schlagen. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber wir werden den beim ersten Versuch platt kriegen. Was zu... Ja, na toll. Jetzt aber. Oh, was zum Geier macht der mit dem Schwanzfeger denn für einen Schaden? Okay, und mir ist auch aufgefallen, ich habe nicht mehr die... Oh, fuck, raus da! Vielleicht schaffe ich es doch nicht beim ersten Versuch. Also, jetzt müssen die kleinen Blitzspeere herhalten. Ich versuche Oh, das hat gereicht. Okay. Das war Sief. Wie viel kriegen wir? Na gut, wir kriegen eine Feuerhüterseelenscherbe. Menschlichkeit. Ein Leuchtfeuer und 60.000 Seelen. Mit diesem... Also mit diesen 60.000 Seelen werde ich auf jeden Fall jetzt kurz zu Logan gehen. Das mache ich einfach noch in der Folge. Ihr seht, der Kampf gegen Sief ist mit so einem Fernkampfbild sehr einfach. Als Nahkämpfer hat man gegen den schon ein paar Probleme mehr. Archiv des Herzogs, bitte. Och, ich könnte damit auch schon mindestens zwei... Nein, was ist mindestens? Ich könnte genau zwei Level-Ups damit machen. Das ist... naja... Aber wir sehen ja schon, wie gut wir teilweise klarkommen. Und ich zeige mal gleich auch, was bei der Feuerhüter... nicht Feuerhüter, bei der Fürstenseelenscherbe... Habe ich eben Feuerhüterseelenscherbe gesagt? Die Fürstenseelenscherbe. Was ich damit... also was da drin steht. So, Logan. Oh, there you are. It's been a while. Or were you just here? This fascinating place. It fits my sense of time. Ihr merkt, er wird schon so ein bisschen seltsam. So, 40.000. 20.000. So. Come again, anytime you please. For I too learn whilst teaching the student. Ja. Ich werde dann hier einen Schnitt machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde dann wahrscheinlich einfach kurz die letzten 30.000 Seelen farmen. Und ich muss mal nachschauen, wo ich eine bestimmte Person finde, die ich augenscheinlich übersehen habe hier. Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dark Souls. Bis dahin. Cheerio.